Moin Leute und willkommen zurück zur Let's Play Runde von Crusader Kings 3. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben und haben hier einige Dinge vereint, erobert und Schlachten geschlagen. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Runde, dass ich angegriffen werde. Adlon hat mir wegen Ossory den Krieg erklärt. Ich glaube eher, dass es vom vorhergehenden Herrscher der Fall war. Nichtsdestotrotz ist es nun mal jetzt so und wir müssen die kurz besiegen. Danach werden die Armeen aufgelöst. Wir gehen wieder in den Krieg mit dem nächsten Bereich hier und dann werden wir uns das einfach mal anschauen, wie wir denn da weitermachen können. Jetzt haben unsere Nachbarherrscher und Song. Song ist weit weg. Okay, das gebe ich jetzt erstmal noch nicht. Bin auf der Erzbischof. Ormond steht unter Bild. Nicht mehr so wirklich weh. Eigentlich lohnt es sich da nicht mal rüber zu laufen. Jetzt gleich erledigt habe. Das Ganze außer wir wollen nochmal hier jemanden dann für Lösegeld loswerden. Das müssen wir uns aber anschauen erstmal. Inwieweit. Vertragssöldnertrupp läuft aus. Okay. Dann läuft er ab. Fünf Monate, könnte eng werden. Bei Belagerung. Häuptling, das ist schon mal nicht schlecht. Lösegeld fordern. Nichtsdestotrotz Forderungen erzwingen. Ja, bin sehr gut. Dann werden wir jetzt letzten in den Krieg fordern. Dass wir hier auch nochmal unsere Söldner verwenden können. Und dann sehen wir mal gleich weiter, wie es da weitergeht einfach. Ist ja gut, auch hier wieder. Schauen wir mal. Häuptling Kunigunde beeinflusst. Weil es wird doch langsam alles. Die ist noch nicht schwanger. Müssen wir uns wirklich was Gutes überlegen, wie wir die jetzt hier alle auf Kurs kriegen. Kann sie nämlich dann schon nur noch um Stunden handeln, bis wir da wirklich die Ehefrauen haben. Auf der anderen Seite könnten wir auch jetzt das hier komplett abbrechen, und wir gehen komplett da wieder rein in ein Liebesding. Nicht gut, also geht die nächste Ehefrau da mal. Dass sie uns dann doch etwas mehr mag. Schauen wir uns das Ganze mal an. Meine Tochter, die nächste Tochter. Robust. Nina. Gut. Auch gleich haben. Schauen wir uns noch unsere Familie an. 5. Die Verwaltung Bildung, das ist nicht verkehrt. Jarl Iva hat einen Krieg gewonnen. Oh. Moment. Und Prefne. Prefne ist doch hier. Einen Krieg gewonnen, der Verlierer, ja, liebe Eroberung von. Okay. Aufpassen, da hat der Jarl Iva ordentlich jetzt was. Sicherlich nochmal sehr, sehr spannend dann. Aber ich glaube, jetzt sollten wir hier unten erstmal unser Reich vereinigen. Und dann sehen wir, denke ich, weiter, wie wir das denn
gespannt, wenn ich unseren, wenn ich meinen Bruder, wenn ich dem Land gebe, weiß ich nicht, ob ich dann nicht ich ihm jetzt das hier gebe. Einen Moment, ist es noch langfristig, könnte ich eventuell ihm eine Gemeinde abtreten. Und dann wäre tatsächlich die Frage. Häuptling. Dann auch noch. Das Krieg. Kostet 50. Hm. Billiger. Oder wir. Oh, Werfer ist zu teuer. Hier auch nochmal ein Sammelpunkt. Wie viel haben wir da? 1000. Gut. Was ist los? Wir müssen uns halt so schnell und so weit ausweiten wie möglich jetzt zu Beginn. Dort, wo die meisten noch nicht stark genug sind. Aber wir definitiv. Und dann schauen wir uns doch das einfach mal zu gegebener Zeit an. Wie gut oder schlecht tatsächlich die ganzen sind. Ich glaube, die meisten Sorgen müssen wir uns an dieser Stelle machen mit den Wikingern. Primär hier mal mit Jarl Ivar. Jarl Ivar. Und England im Moment, glaube ich, weniger. Ja, hier Halfdan. Der könnte noch interessant werden. Sind halt einfach sehr, sehr stark. Oder hier der König. Von daher. Schauen wir mal, was passiert jetzt. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das heftige Pochen an der Tür vertreibt sämtliche Schläfrig aus meinem Geist. Wer stört einen Häuptling zu dieser Stunde? Ein spätnächtiger Besuch ist niemand anders als Sinne Wandernde. Ich muss unter vier Augen mit euch sprechen. Aha. Ich schwöre. So. Sinne hat eine Geheim von Häuptling Grimhild aufgelöst. Sie ist bereit, es mit mir zu teilen, wenn ich sie vom Haken lasse. Hm? Sinne wird mir ein Geheimnis über Häuptling Grimhild verraten. Okay. Mir. Aha. Ja gut, dann gibt mir Sinne, wer schon Sinne. Ja. Gut. Hochmittel. Annibale. Leife. Rausch. Annibale. Ah ja, so ist es nun. Der Vogel, wo hat denn der? Der noch? Vornacht und? Vogoland, hm. Könnte blöd werden, glaube ich fast. Krieg, also. Was wollten wir hier machen? Durchbrennen. Bisschen mal wieder gut, damit hätten wir das. Was haben wir jetzt noch? Diplomatie, Verwaltung. Ja, gehen wir auf die Verwaltung. Brauchen Gold. Was bringt uns die Verwaltung? Domainsteuer 12%. Ja, über tatsächlich im Moment was. Waldnetz, das was machen. Mhm. Und schauen uns dann weiter um, wie wir damit umgehen. So, hier halbieren wir jetzt auch gerne mal die Armee und schauen uns das Ganze an, ob wir hier jemanden in den vertreiben können. Theoretisch müsste es sogar ohne Kampf ausgehen können. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo denn der Gute noch eine oben. Okay, das müssen wir einfach abwarten. Im Moment eben halt nicht optimal, aber wir würfeln gut. Ne, wir würfeln nicht gut, aber wir sind
Gar nicht. Wir verlieren das Ding hier sogar. Geh durch. Wir verlieren. Obwohl wir im Vorteil waren. Interessant, interessant. Dann müssen wir hier doch mal kurz gucken, wie wir die Armeen wieder zusammenlegen. Und dann müssen wir halt tatsächlich angreifen. Oh, unser Vater ist gestorben. Das ist nicht gut. 50, dann müssen wir jetzt tatsächlich mal... Er befehligt eine Armee. So, ich bin jetzt immer noch drin. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut. Keine Ahnung, was das zwar bringt, aber zumindest mal nicht verkehrt. Okay. In dem Bereich. Da und da. Da. Wir kehren gestärkt zurück. Okay. Anspannung abgebaut. War ganz wichtig, meines Erachtens, dass man einfach da nicht zu hoch werde. Es kann immer nämlich nach hinten losgehen, wenn man da zu viel hat. Und ich habe hier Töchter en masse, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Weil dann haben wir zumindest mal nicht das Problem, dass wir nachher wegen dem Erben rummachen müssen. Aber nichtsdestotrotz für die Dynastie ist das definitiv nicht ganz so optimal. Jetzt gucken wir mal, inwieweit wir hier Bündnismacht reinkriegen. Damit kriegen wir Ansbach. Sonst sind die halt alle nicht aus. Oder wir gehen ganz klar wieder den Trend. Oh, Ratskanzler. Lass mal gucken, ob wir hier einen gescheiten Diplomaten noch finden. Meine Mutter. Die will keiner heiraten. Oder? Ja, dann nehmen wir doch den da. Ne? Millmann. Millmann, tapfer großzügig mitfühlend. Seine 21. Bündnis macht uns mal anschauen. Hm. Ach, da bringt nichts. Da wahrscheinlich Vater. Also, mal hier an Bord. Den haben wir noch, Mutter. Bruder. Hat Kinder mittlerweile. Ratsverwalter. Gefällt mir noch nicht so. Muss ich schon zugeben. Bischof will nicht. Gattin. Oh, da ist auch. Gut. Da ändert sich nichts. Dann da noch Angebot 16. Ich nehme, hoffe, dass noch ein paar intelligente Kinder herumkommen.
Okay. Lagerung gewonnen. Ja. Will ich eigentlich nicht, dass der. Arrangieren würde ja nur bedeuten, dass er mit jemand von mir heiratet. Das ist ja eigentlich die Intention. Von daher. Magdalene. Verwaltung. Gut, müssen wir halt uns nur mal anschauen, wen wir wohin verheiraten, um am Ende unsere Dynastie hier zu stärken. Im Moment würde ich sagen, ist es nicht ganz so einfach. So, mein Freund, jetzt wird das natürlich hier ein bisschen eng für dich, schätze ich mal. Und wir erobern mal da oben dein Land. Können geschaffen werden. Was denn? Ah, okay. Aber welche Bügel. Was soll's denn? Wir wollen ihn kurz hier. Jetzt sind wir schon dort. Tochter. Wieder ohne irgendwas. Das ist eine Dynastie. Meine. Ah, wir haben ihn gefangen. Bauen wir uns ja gleich mal alles andere über meine Armee. Denn Biene, die ist ebenfalls Diplomatie und Bildung, aber da können Diplomatie oder das, was ich hätte. Lass mal es, wie es ist. Also. Was können wir hier noch? Vorne. Ich. Der Schmöber. Adlon. Ja, dann lasse ich den da. Kriege Gemeinde Kontrolle. Jetzt gleich mal was gegen. Hier könnte ich tatsächlich jetzt meinen Bruder zuweisen, testen. Ah. Okay. Habe ich erst das Herzogtum. Muss ich mir was überlegen? Fällt mir im Moment noch nicht. Jetzt erstmal die ganze Domäne hier ans Laufen, weil da verdiene ich ja kein Geld damit. Jetzt mal einfach mal sagen.
Gut. Ja, aber dann lassen wir es doch in dieser Folge auch mal so weit stehen. Wir haben hier einiges wieder bewegt. Vonacht dazu bekommen. Unser Land erweitert sich. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir ihr Land noch weiter vereinigen können. Von daher abonniert gerne meinen Kanal. Bleibt gerne dabei bei meinem Let's Play in Crusader Kings 3. Schreibt mir gerne euer Feedback. Auch nochmal gerne zur Folgenlänge, ob das für euch passt, in dieser Größenordnung eine Folge mal anzuschauen. Ansonsten gerne auch euer Feedback zu sonstigen Spielinteraktionen. Würde mich freuen. Bleibt gesund an dieser Stelle. Passt auf euch auf. Schönen Abend, gute Nacht und einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bye bye.